Eins wird, genau. Alter, was für eine Lautstärke, Was? ey. Ich habe gerade mal hier so Emas Inventar voll gemacht mit Mysterien. Glaube, das Einzige, was er nicht tötet, sind Fledermäuse. Jo, und die Gasträne ist weg. Also ein Gast kam mit raus. Und der war wieder hier oben in der Decke. In der Decke quasi gestorben und tropft. Na, es tropft ja auch nicht jeder eine Gasträne, ne? Ja. Also auf jeden Fall nicht angekommen. Ich hätte mal probieren können, ich hätte mal die Itemleitung wegmachen können, ob der trotzdem arbeitet. Fällt mir gerade ein. So ist das halt. Ja, hier muss ich irgendwie die Baumfarm reinzaubern. Ja, ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten, wie ich das probiere, ob ich probiere die komplett wieder automatisch zu bauen oder dass ich sage, ich kann da Setzlinge reintroppen, so wie ich halt gerade will. Gute Frage, ne? Was denn? Ich habe jetzt am Joe einen Filter dran. Check ich. Ne, ich hab's gefunden. Ein Schwert. Schwert. Na. Ich habe am Joe einen Filter dran, dass ich die Schwerter über die Kiste mit befülle, wo ich die Mysterien heilen habe. Dass ich dann einfach sage, okay, da drüben ist das Schwert kaputt. Craft ein neues, hau das hier in die Kiste und das kommt drinnen an, ohne dass ich hier rein muss oder sonst was. Also eigentlich will ich die Tür eh mal zumachen und nie wieder aufmachen. So ist der Im Plan. Idealfall irgendwann keine Tür mehr brauchen. Quasi. Brauche ich erstmal Mysterien. Alter, willst du mich verarschen? Zack und gib ihm. Geht doch. Wo ist denn mein Lieblingsstab? Da ist mein Stab des Reisenden. Wieder mal hier. Scheiße. Das sind die Überreste von Life in the Woods. Hungersystem. Also aktuell ist meine Batterie bei 3,225 Milliarden RF. Und bei meinen 1,6 Sachen, Alter, du hast eine Macke. Brauchst du nie. Ja, hast du ja Nie. auch. Du brauchst die auch nicht. Schon. Ich habe schon ewig kein Endersteinbruch mehr aufgestellt. Warte mal ab. Ich habe in letzter Zeit viele aufgestellt. Aus Gründen.
Kommt da, wenn ich nur das an, dann sollte das gehen. Na, ich das Inventar liebe, ich würde gerade mal durchzählen, wie viel ich eigentlich brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 25, 50, 75, 100. 13. Ja, auf jeden Fall erstmal 100. Das wird bestimmt teuer. Kondensatorbank. Jetzt müsste eigentlich alles dranhängen. Jetzt muss ich bloß noch irgendwo. Kann ich bauen. Krass. 30.000 MB. 30.000 genutzte Bytes. Für 100 dynamische Kondensatorenbänke. Die in 5 Millionen erst ist gar nicht so schlecht, dass ich die noch habe. Die kann man mit hier in den Rucksack tun. Da haben wir unterwegs mal was. Aber hier noch nach dem Rechten gucken. Schau schon wieder überall Feuer. Feuer, warum das? Ja, die Blitzspawner halt. Das klingt aber, als wenn ja schon wieder irgendwo in an der Wand getroppt ist. Was aber eigentlich gar nicht geht. Ach, ich habe doch direkt neben meinem neben meiner Mobfarm das Beutelöffnungssystem, System, was du vorhin gebaut hast, ne? Und das ist ja eigentlich nur 2x2 Blöcke. Der Raum, wo das drin troppen kann. Ist aber unten direkt daneben, wo ich die Maschine hier auseinandergehackt habe, also die ganzen Wände rausgekloppt habe. Klopfst da halt so nichts an, dort, ne, die Wand raus. Dreh mich rum, mach. Entschuldigung, mach weiter. Und ich denke halt an das Schlimmes, ne, da war halt auch wieder ohne Sound gespielt. Und da denke ich mir so, was macht er denn hier? Wieso hoppt denn hier mein Typ so rum? Und da stand so ein kleiner Dings hinter mir. So ein kleiner Zombie. So ein Mini-Zombie. Und hat mir halt die ganze Zeit von hinten die Knochen gehauen. Der stand da an der Wand drin. Der Kollege. So, verseuchtes Schaf. Nehmen wir mal aus dem Spawner raus. Muss ich mal kurz überlegen. Mal kurz Schau gucken. Schau gucken, was wir denn so brauchen. 16.000 RF. Ist aber nicht der Reaktor, oder? Ja. Oh. Gefangen zwischen zwei Türen. Schon gerade 10.000 RF Output. Das ist bestimmt gerade wegen der Batterie. Mal gucken, ob das jetzt anzeigetechnisch dann jetzt trotzdem funktioniert mit der neuen Batterie. Oder ob ich mir da wieder was einfallen lassen muss. Ach. Weil du mehr Input wie Output hast, obwohl Batterie voll. Ja, na, das hat es jetzt die ganze Zeit nicht mehr gemacht. War jetzt noch nicht wieder voll. Mal sehen, wie das jetzt vonstatten geht. Ich brauche, wollte gucken. Ach, ja, geh weg. Wie viel haben wir denn Glowstone? 46.000. Enderperlen 14.000. Lohnruten 30.000. Ich würde ja fast sagen, wir können die Mopper mal ein bisschen auslassen. Meinst du? Ich hab gerade so ein bisschen Stechen in der Brust. Form auslassen.
Item. Puffer brauchen wir bestimmt auch. Filter brauchen wir auf jeden Fall. Nehmen wir noch ein paar Puffer mit. Energy. Nehmen wir die guten. Hab schon wieder Fluxgrippe. Flugskribbe? Was ist denn das? Na, wenn du auf E drückst, steht da Fluxgrippe 2. Stimmt, weil ich vorhin schon wieder so tief in der Wolke hing. Kriegt ORF. Gut, 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 gut. Schau. Alles gut. Ach, Erde, Erde. Kennst du das Mischungsverhältnis vom Bottich? Vom Bottich. Ja. Was für ein Mischungsverhältnis? Verrottetes Fleisch, Zucker. Ist egal, hau einfach voll. Das müsste der Mitte sein. Sechser. Sechser. Und Sechser. Und Sechser. Yeah, ich hab ne Mitte. Herr Hansanf, Sie können stolz auf mich sein. Hat man doch eigentlich immer, oder? Naja, ich habe hier Räume in meinem Haus, die Kinder Mitte haben. Oder dachte sie jetzt, ich habe meine innere Mitte gefunden? Das Ohr. Kennst mich eigentlich lange genug, dass du wissen müsstest, dass das nie passieren wird. Ja. Ist schön, dass du überlegt hast. So. Wenn die Vakuumtruhe Wenn. läuft und das Zeug in die Itemleitung rausgelutscht wird, dann muss ich der Kiste ja quasi sagen, dass da ein Signal rein und ein Signal rausgeht. Schlecht. Die Vakuumtruhe an sich hat ja die Eigenschaft, Sachen anzuziehen. Und sobald die in der Kiste drin sind, ist es einfach nur zu behandeln wie ein Itempuffer. Also du musst einfach nur exsortieren, immer aktiv machen. Ja, beim Trichter. Aber ich muss ja in der Truhe, wo ich die Mysterien reinlege, sagen, dass die einen Input und einen Output hat. Dass die nur das rauslutscht, was quasi die Filter freigeben und alles drin lässt, was. Ja. Ne? Genau. Jetzt baut er schon wieder alles kaputt. Christoph. Die Kiste hier braucht nur Exort. Ja, Die. die Kiste. Der muss einen Input und einen Output geben. Der hier. Ja. Wegen. Weil die Mysterien reinkommen und das gecraftete Zeug, beziehungsweise alles, was die niedergemacht hatten, hier wieder ankommt. Ach, war der feine Herr, so zu fein, jetzt wieder die Kiste aufzustellen, ha? Lass mich. Sind deine E-Terminal? Mal schnell einen TNT-Block craften. Ah! Was? Sind die schon an? Dann geh doch mal rein. Das merkst du. Ich habe überlegt, ich will meine, wenn will ich meine noch umbauen, dass die das ganze System so einen Schalter kriegen.
Also ich glaube, batterietechnisch haut das hier wieder nicht hin. Weil hier steht jetzt ein Output von 10.011. Na gut, muss ich warten, bis die wirklich bei mir, bis die wirklich voll ist. Dass ich dann sehe, was sich da wirklich so tut. Wenn die sich immer aufeinander eingespielt hat. Da rein. Die hat einen maximalen Input und einen maximalen Output aktuell von 175.000 RF pro Tick. Ist okay, oder? 100, was? Ich hab dir gerade zugehört. 175.000 RF. Läuft. Hoffe ich. Achso, ich brauche länger. Gut. Erde. Rezepte. Pilze, Zucker. Rezepte oder Rezepte? Rezepte. Ach, Rezepte. Ich dachte erst, du meintest Rezepte. Mein Name ist Jorge und nicht Jorge. Ah, scheiße, ich habe gar keine Pilze. Auch gut. Weizenkörner habe ich ja auch bloß nicht drin. Schlecht sortiert das Energiesystem. Das hat nichts mit schlecht sortiert zu tun, das heißt, hat bloß damit zu tun, dass hier keine Lebensmittel in dem ME-System drin sind. Warum nicht? Weil das oben in die Küche kommt. Fürs Essen. Ach. Ach, Irgendwann, auf wenn ich jeden dann mal die obersten Etagen ausbaue. Fall. Ah, da. Ich wunderte mich schon. Wo ist denn mein. Gibt es denn nicht mit irgendeiner Mod die Möglichkeit, die Inventarleiste hier unten um 12 bis 200 Blöcke zu erweitern? Ganz ehrlich. Das ist ja schon eine Erweiterung für mich gewesen mit dem zweiten Gürtel. So. Da ist jetzt aber schon immer das Problem, dass du ja immer hin und her schalten musst. Das wird ja jetzt teilweise schon stressig. So. Aber wenn dann selbst die 18 Sachen nicht mehr reichen. Energie. Energie. Genau, jetzt löscht das hier aus und haut das da rein. Energie. So wollen wir das. Energie. Energie. So. Energie. Sieht da alles grotten aus hier. Irgendwie mit dem Kabel hier wieder schöner machen. Da. Das hier. Ich würde sagen, hier machen wir so einen Kontrollschacht. Also können die Leitungen alle nach da. Natürlich die Frage, ist es normal, dass das Ding so langsam läuft? Welches Ding? Der Bottich. Ich glaube, dass der relativ langsam ging, ja. Kann ich auch noch einen Tank zwischenmachen. Als Puffer.
Nee. Nach das Destillat. Habe ich denn Ach so, Leitung weil die bei? Leitung tiefer liegt. Die Leitung unten drunter füllt sich erstmal. Check ich. Check ich, check ich, check ich. Jo, das ist normal. Mal eine Itemleitung dran. Hier. Und hier. So. Filter. Wir haben hier die Düngemaschine. Düngemaschine. Insert. Ist nicht ernst, ja, krieg ich einen Stein raus. Ich glaube, es hackt. Itemfilter, Whitelist, kommt dann das rein. Hier, Insert, Itemfilter, Eichensetzling, Eichensetzling. Hier, Excerpt, immer so. Kommt ein Itemprofil hin, hier kommt ein Itemprofil. So, mal überall die Prio Das Obsidian. hochstellen. Ja, jetzt ist natürlich schon hochspannend gerade bei mir. Kacke. Ja. Nee, alles scheiße. Alles komplett hier vom Arsch. Ich hab keinen Stahl mehr. Ganz schlimme Geschichte. Aus was für Gründen besitzen Sie keinen Stahl mehr, Herr Hanshanf? Gute Frage. Nächste Frage. Normalen oder dunklen? Normalen. Dunklen wäre noch besser. Sie haben wohl immer noch keine Automatisierung in Ihrem ME-System, Herr Hanshanf. Halt die Klappe. Ich fragte Sie nur höflichst, ob Sie mittlerweile automatisiert Dunkelstahl bestellen können. Negativ. Sprach nur für einen Freund. Fertilizer. Ich kann seltsame Sachen mit Fertilizer machen. Ich habe 1300 Nimmst du gerade deine Maschine Ich mit habe mal dir? gerade mal spontan eine kleine Baumform gebaut, ja. Und habe gerade festgestellt, dass ich dieses Geräusch überhaupt vermisst habe. Jetzt habe ich da gerade 2 Stacks Fertilizer reingehauen. Jetzt muss ich erstmal ein Stückchen weggehen davon. Dieses Geschredder. Ja. Jetzt ist mir eingefallen, was ich vergessen habe. Siehst du? Schlacke. Und Fluffigkeits. Flüssigkeitsleitungen. Bist du der Ernter? Ja, du bist der Ernter. Da werde ich dir mal helfen, mein Kleiner. Nö, ich will nur meinem Ernter helfen hier. Seine Flüssigkeiten loszuwerden. Ach so. Bin da nicht so. Da eher so der freundliche Typ. Ich brauche mal Steine. Ja. Genau. Schließ den Schlacke Kessel erst an. Ne? Und überleg dann, wie du die Items da rauskriegst. Ah, die normale Vorgehensmethode, dachte ich, ist das. Wenn du schon vergiftet bist, wisst ihr? Ja. Standard, quasi. Ist Quatsch, ja. Da.
so, nee, der macht das ja. Der macht das ja automatisch. Das fällt mir nur ein. Ja, es ist zwar dort cool, aber eigentlich ist das auch nicht cool, weil wir stehen ja da oben drüber. Und wir wollen ja keine Schlackevergiftung haben. Ach, das geht schon. Ja, bitte. Eine Höhle gefunden. Schön für dich. Nicht unbedingt. So, Killer Joe Nummer 1 ist jetzt voll. Voll mit. Nahrhaften Destillat. Ist aber So. ein guter. Vor uns hat es ein bisschen gedauert, bis der Pegel gestiegen ist. Das liegt aber daran, dass die Leitung unter der Witterbox durchgeht. Da füllt sich ja erst die Leitung. So, mal gucken, ob das reicht, ja. Aua. So, letzte Stein. Tür zu. Sollte gehen. Könnte gehen. Ob es geht, sehen wir gleich. Alter, Ja, bitte. wie viel? Das ist noch nicht mal eins, hier ist noch nicht mal ein Stack Fertilizer durch. Ah, okay, ich werde erst dort vergiftet. Alles klaro. Alter, wenn Jetzt müssen wir das Ganze hier mal irgendwie filtern. Aua, jetzt hör doch mal auf. Der tut mir weh. oh mein Schärfe. Das wäre halt cool, wenn man den in irgendwas einpacken könnte, wo diese Vergiftung nicht durchkommt. Ne, wenn ich den hier in Reaktorgehäuse einbaue, dann erwarte ich halt, wenn da keine radioaktive Strahlung durchkommt, dass auch da das bisschen Vergiftungszeug nicht durchkommt. Insert, Filter, Whitelist, Äpfel, Eichenholz. Schärfe brauchen wir ja eigentlich nicht, oder? Eichenholz jetzt. Schärfe. Ich habe vorhin auf meinen. Vor Ich allem war vorhin kurz bei dir fürs Schwert und gibt hab. oben Mörder. So Ja, Mörderschwert. Mörder, das wusste ich halt vorhin nicht, was das ist. Okay, 3. Eigentlich müsste ich ja, wenn ich hier Setzling. Priorität 10. Und dann mache ich hier bei Insert auch den Setzling rein. Und dann sollte das ja funsen. So. Always active. Always active. Und dann verstopfen wir uns so das System nicht. Weil, wenn wir irgendwas haben, was hier nicht im Filter ist, kommt es in die Puffer. Und wenn normales Zeug in die Puffer kommt, kommt es trotzdem hier rein. Genau, und Eichensetzlinge, wenn das voll ist, gehen die auch da rein. Sieht auch schon mal gut aus. Willst du gucken? Ja, ich komme sofort.